Freunde, was geht und willkommen zurück zu Alpha Randomized Nuzlocke. In dieser Folge werde ich nicht über ein spezielles Thema labern. Wir werden mal so gesehen eine kleine Pause einlegen bezüglich Themen. Ich werde einfach ein bisschen random labern, das was mir einfällt, übers Gameplay, über Story, über Real Life, bla 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 etc. pp. Ich würde aber mal sagen, ich fange einfach mal mit so einem bisschen storymäßiger Scheiß an, halt vom Real Life. Hier muss ich definitiv raus und da es vom C-Typen ist, natürlich Bruder, es ist von Typ C. Am besten vom, am besten von, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich habe selbst keine Ahnung, wovon ich rede. Also, ja, und zwar geht es heute darum, beziehungsweise ich möchte darum sprechen, warum ich diese Pause nehmen musste. Ich habe ja angesprochen, bevor ich halt mir eine Pause genommen habe, dass ich seit Monat, also das ist jetzt, ich spreche jetzt von der Situation, wo ich noch keine Pause genommen habe. Da habe ich halt gesagt, ich überlege mit YouTube aufzuhören, weil es eh an sich keinen Sinn hat. Okay, das ist ein Epilepsieanfall. Man kennt ihn wegen den verschiedenen Farben. Und zwar, ich würde sagen, ich fange mal so an, dass ich erkläre, warum ich diesen Gedankengang habe oder hatte und immer noch an sich habe, relativ. Okay, für die Leute, die neu auf dem Kanal sind, es tut mir jetzt leid, die folgende Form gut angefangen, aber es ist nun mal, sag ich mal, dieser Kanal bestand schon immer aus meiner ehrlichen eigenen Meinung. Da unten ist ein Pokéball, den ich mir gleich holen will. Und natürlich ein bisschen aus, sag ich mal, auch dunkleren Talk, sagen wir es mal so. Einfach, weil ich sein möchte, weil es, sag ich mal, zu mir gehört, zu meiner Person. Ja, wir werden auf jeden Fall das Mon erstmal hier fangen. Und zwar, warum ich das so denke oder warum ich diesen Gedankengang habe, ist halt einfach, und ich sag's immer wieder, es klingt jetzt ein bisschen dumm, und wenn ich es im Nachhinein anschaue, werde ich es wahrscheinlich wieder bereuen, dass ich es gesagt habe, aber ich brauche halt so ein bisschen die Bestätigung. Ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt Bestätigung braucht, definitiv nicht. Die Leute, die mich im echten Leben kennen, das ist natürlich keiner, außer meiner Schwester, läuft bei mir. Nein, aber, vielleicht die Leute auch, die im Stream öfter dabei waren oder schon längerem dabei sind. Ich brauche halt aber, sag ich mal, jetzt YouTube-mäßig, das Mon ist hurenhaft und wird uns wegdeleten. Und es ist 42. Okay. Davor habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Davor habe ich doch tatsächlich Angst, wenn ich es angreife, kann es wehtun. Aber ja, die Leute, die es wissen, etc. pp. Ich brauche nicht an sich nur Bestätigung. Aber was mir halt fehlt auf diesem Kanal, und das fehlt mir halt wirklich extrem, ich hätte den YOLO-Ball werfen können, aber mache ich einfach eine Attacke? Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Ich werfe einfach mal einen Pokéball. Ich habe nämlich mega Angst. Ich brauche halt so die Bestätigung an sich von den Leuten, sage ich mal, in den Kommentaren. Deswegen wünsche ich mir auch immer, dass aktiv geschrieben wird. Ich werfe noch einen Ball, damit einfach Abgangspunkt weggeht. Und an sich auch zum Beispiel, ich rede jetzt einfach frei Schnauze raus. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wie ich jetzt rüberkomme. Scheiß auf alles, ob ich stotter, bla bla bla. Frei Schnauze. Also, ich brauche an sich, sagen wir mal, die Bestätigung von Leuten in den Kommentaren bezüglich Themen, wo ich mir halt übertrieben viel Mühe gebe, und ich bin tot, mit Sicherheit, ja, das war klar. Ja, wohin genau, ist halt einfach der Nuzlocke-Killer. Ich kann nicht fliehen, ich kann nicht fliehen, es ist ein statischer Encounter, ne. Das ist jetzt ein bisschen unlucky, aber ja, sei es drum. Also, wir gehen in Melody, und zwar brauche ich so die Bestätigung von den Leuten in den Kommentaren, weil ich mir halt immer extremst viel Mühe gebe bezüglicher Sachen. Und wenn ich dann mal frage, ja, was ist eure Meinung oder wie ist eure Meinung, dann habe ich mir dieses Thema, sag ich mal, schon ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher oder was weiß ich, ausgedacht, zusammengesetzt und habe gedacht, so, das wird die Leute vielleicht interessieren, vielleicht
schreiben die Leute so gesehen damit in die Kommentare. Aber für mich ist es jetzt nicht nur themenbezogen, für mich ist das allgemein auf den YouTube-Channel bezogen, auf meine Person selbst. Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen dumm, aber so denke ich halt, ich denke halt an sich eh ganz anders gegensatz über 90%, würde ich sagen, anderer Menschen. Deswegen kann ich mich auch höchstwahrscheinlich nicht so schnell mit anderen Freunden, mit anderen Menschen anfreunden, weil ich halt anders denke und ich will es euch so gesehen hier ein bisschen erklären. Wir nennen es einfach Killua, weil Killua ist jetzt zwar dieser Anime-Name, dieser typische, und ich will dich damit nicht beleidigen, dass du so Mon bist, aber für mich klingt das halt so nach Kill, so wisst ihr, was ich meine? Wir killen halt die Nuzlocke und er hat jetzt gerade Hitch gekillt, unlucky, und wohin genau ist halt einfach der Nuzlocke-Killer hoch 90, man weiß es einfach. Aber ja, kommen wir zum Thema zurück. Und zwar, also, ich weiß jetzt nicht zu 100%, wo ich stehen geblieben bin, aber ich sag's einfach mal frei Schnauze raus. Ich brauche halt so gesehen die Bestätigung oder für mich, ja, fangen wir so an. Es ist so verwirrend, Alter. So verwirrend. Schon 6 Minuten und ich habe noch nichts aus dem Mund rausgebracht. Das ist für mich halt, das sieht man halt, dass es für mich mega anstrengend ist, darüber zu reden. Also mir fällt's echt schwer. Aber ich will's halt einfach. Okay, kommen wir trotzdem zur Sache zurück. Und zwar brauche ich so gesehen die Bestätigung nicht jetzt immer, aber sage ich mal schon von den Leuten, wo ich schätze oder gedacht habe, die sind schon lange da und normalerweise aktiv und so und bla 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 und wisst ihr, was ich meine? Und dann kommt halt Monate nichts und dann kommt mal wieder eine Sache was oder zwei und dann denkt man, ey, die sind wieder da, vielleicht waren die in Urlaub oder Real Life oder so, kann ja alles passieren, ist hier leidiger niemand dafür, ich nehme es niemandem übel und so. Und dann kommt halt wieder Monate nichts und kommt mal wieder eine Sache und dann, ja, das war's dann auch. Gut, ich muss Hitch, by the way, ablegen. Werde ich ein neues Mon mit ins Team nehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade, to be honest, gar keinen Bock aufs Leveln. Wir müssen aber die Arena-Leiterin machen. Beziehungsweise, ist das nicht die Arena mit den zwei Arena-Leiterinnen? Weil wenn ja, haben wir ein kleines Problem. Haben wir dann ein kleines Problem. Nun ja, egal. Ich glaube, wir würden die... Nee, wir machen die Arena heute nicht, außer sie muss irgendwie gezwungenermaßen machen, weil ich möchte jetzt durchtalken. Also, ich finde und ich sehe ein Channel als tot an und das ist wie gesagt meine Meinung, muss nicht sein, aber ich finde es so, wenn in dem Channel nichts Aktives passiert, also bezüglich Kommentare beziehungsweise der Growth des Channels, also die Größe, die wie der Channel wächst etc. pp., finde ich, hängt davon ab, ob ein Channel so gesehen lebt oder tot ist. Und oftmals ist es halt so, dass bei Sachen, die ich wie jetzt, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Video, wo ich jetzt so gesehen zurückgekommen bin, weil von den alten Leuten bis dato, ist jetzt glaube ich 2 oder 3 Tage her, kein Kommentar, was mich halt wieder zum Nachdenken bringt, bla bla bla, und ich will darüber gar nicht nachdenken und so, und an sich mir geht's halt wieder echt gut und so, versteht mich nicht falsch, aber so denke ich halt einfach, da denke ich mir, warum mache ich mir halt jedes Mal so extremst viel Mühe mit der Qualität des Videos, ich will's halt immer nur besser machen, ach, den Pokéball, by the way, und die Outros, ich mache mir wirklich zigtausend Jahre Gedanken darüber, was ich nehme, welche Musik ich mache, welche Effekte und so richtig an sich unnötiger Stuff. Ich bin halt aber nun mal so. Ich will halt, wenn ich ehrlich bin, richtig guten Content liefern, bringen und mich auch immer vom Commentary mäßig verbessern und alles drum und dran. Und deswegen ist es mir an sich so wichtig und kommt es mir halt immer wieder so vor, als ob den Leuten das halt komplett scheißegal ist, ob die Leute, ich will irgendwie schon zum Ruf gehen. Der klang schon heftig, aber whatever. Ja, als ob so gesehen die Leute. Wait, das ist shiny. Das ist shiny. Das heißt, wir dürfen danach noch einen Mon fangen. Das ist shiny. Ich kann aber keinen YOLO-Ball werfen, weil es Bernhard sonst wegdeletet. Fuck. Das ist jetzt gerade ziemlich AIDS.
Das ist echt AIDS. Okay. Also ja, mir kommt es halt dann an sich tot vor, wenn Leute, die normalerweise da sind, in den Kommentaren, sagen wir mal, aktiv schreiben, nach 2 Monaten dann auf einmal nichts mehr schreiben und dann komplett weg sind, dann denke ich mir, was mache ich falsch? Tötet Body Slam? Ich glaube nicht, oder? Das ist vor allem ein Level höher als uns. Schnarchnase. Oh, kann das Mod nicht benutzen. Es ist die Endentwicklung. Es ist die Endentwicklung, das heißt, es kriegt keine andere Ability mehr. No. No. Oh Mann. Ey, das ist wieder so ein Luck, ey, das kann auch nur mir passieren. Aber ja. Über YouTube habe ich jetzt gelabert mit den Kommentaren. Aktiv sein, Channelgröße, dies, das, bla bla bla. Es kommt mir halt alles ziemlich tot vor und deswegen mache ich mir immer wieder die Gedanken, warum mache ich mir so viel Mühe? Lohnt sich das überhaupt? Ich mache das jetzt 2,5 Jahre, ne? Nächstes Jahr im 4. Monat. Wir dürfen uns aber hier noch, by the way, einen Encounter fangen, das ist ja ein Shiny. Wird der Channel 3 Jahre alt, also ich mache das 3 Jahre, 300 Abonnenten, kurz vor 400. Es lohnt sich doch gar nicht, die meisten, die das 3 Jahre machen, haben tausende von Abonnenten. Ich nenne es Raffaello ohne P, ohne PH, ohne PF, einfach nur so komplett straight durch. Ja, das denke ich mir halt so. Wisst ihr, was ich meine? Und es zieht halt schon irgendwie ein bisschen runter und das ist total dummer Gedankengang. Und wenn ich dann auch zum Beispiel überlege auf Twitter oder jetzt Discord, wo jetzt einige Leute sind, kommt halt nie was zurück. Discord ist fucking tot. Twitter, sag ich mal, liken die Leute immer nur was. Das ist dann aber auch irgendwie gefühlt jeder 10. oder 20. Post kommt mal ein Like. Filteros kann man mitnehmen, definitiv. Hier könnte ich auch einen Yolo-Ball werfen. Ich glaube, es kann uns an sich nichts anhaben. Ist ja von Typ Boden, Stahl, Boden, oder? Oder nur Boden? Oder nur Stahl? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Yolo-Ballet in. Schade. Ja. Da kommt es mal tot vor, wie gesagt, Discord, Twitter und dann der YouTube-Channel und dann macht man sich halt so Gedanken wie, was mache ich falsch? Liegt das an mir selbst? Ich habe halt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es kommt halt so gesehen auch diesbezüglich nie Feedback zurück. Und das ist das, was ich meinte mit den Leuten, die vielleicht hier neu sind. Es kommt vielleicht euch zu negativ rüber. Aber so denke ich halt. Und ja, es ist halt, sage ich mal, auf Dauer dann echt schwer, die Motivation beizubehalten, wenn halt kein Feedback kommt, keine Liebe. Und von den Leuten, bei denen ich weiß, dass sie, sage ich mal, aktiv selbst zocken, weil die auch meistens immer im Stream dabei sind, kommt halt auch in den Kommentaren irgendwie nie Feedback oder so. Es wird immer gesagt, ja, es gibt nichts zu sagen. Dabei, es ist jetzt wirklich kein Hate und so, versteht mich nicht falsch und so. Und ich weiß, das Video wird wahrscheinlich nicht geliked und wird vielleicht disliked und ich bin tot hier, by the way. Ich überlebe das, krass. Ja, ja, das hätte ich, okay, cool. Ja, aber ja, es kommt halt einfach immer nur dieses, es gibt nichts zu verbessern oder es ist so perfekt, wie es ist, aber wie gesagt, ich möchte niemanden angreifen, aber selbst ich finde immer wieder Fehler. Vielleicht liegt es daran, dass ich so ein Perfektionist bin. Diesbezüglich, das sieht man ja auch in meinen Videos, ich möchte mal alles immer perfekt machen. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Es ist halt echt schwer. Und ich rede mir halt immer wieder ein und mache mir so gesehen Selbstmotivation, was ich halt auch im echten Leben, by the way, immer wieder mache. Ich muss mich immer wieder selbst motivieren, weil ich halt auch im echten Leben immer so gesehen den Mittelfinger gezeigt bekommen, wirklich immer wieder. Muss ich mir halt immer mich selbst motivieren und meine Selbstmotivation ist, komm, mach weiter. Das hier ist 100 Mal besser als jeder andere Job, sollte es irgendwann klappen. Irgendwann. Dann klappt es irgendwann. Wär sick. Oder wie zum Beispiel, komm, mach weiter. Irgendwann wirst du 500, 600 erreichen oder 1000 oder so, je nachdem hast du Luck, egal mit welchem Game, bla 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 oder was weiß ich. Und dann werden die Leute vielleicht aktiv. Dann wissen die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dich zu schätzen, beziehungsweise dann kommen mehr Leute auf deinen Kanal und bla bla bla. Aber wer gibt mir halt die Garantie,
dass es halt auch so sein wird. Halt so, boah, das ist halt so der Struggle, ne? Und deswegen, boah, das zieht einen halt, sag ich mal, runter, obwohl das Ganze echt extrem viel Spaß macht. Und wenn dann noch der Real-Life-Struggle dazu kommt, dann kommt halt sowas wie jetzt mit der zweiwöchigen Pause, weil ich halt echt down war, ne? Es ist halt, by the way, wir fangen nur noch männliche, was eigentlich an sich sogar richtig sick ist. Wie nenne ich denn das Mon? Ich nenn's Toto. Toto. Das nächste Kampf-Pokémon oder so wird Hari genannt. Toto und Hari, er kennt die Serie noch, war damals übelst fucking sick auf Karl-Heinz, alter besten Polizisten ever. Wetten, jetzt wird hier Exodia kommen. Ist immer so. Ist jetzt nicht ein Exodia? Ich weiß nicht, ob wir flüchten können, to be honest. Deswegen gehe ich einfach mal in ein anderes Mon. Und ich muss Bernhard heilen. Aber ja, das sind halt so meine Gedanken. Ich hoffe, ich habe sie gut zusammengefasst. Weil mir fällt es echt schwer, irgendwie Real-Life-Stories oder Themen oder was weiß ich anzusprechen, wenn ich halt zocke. Es fällt mir echt schwer und ich arbeite daran. Und deswegen, wie bereits in der letzten Folge gesagt, sind halt diese Themen-Talk-Videos dafür da. Ne? Und ich hoffe, dass ich mich eines Tages... Bitte lass mich doch einfach... Okay, ich kill es einfach mit Surfer, weil Bauchtrammel und so, das ist jetzt schon ein bisschen scary. Jetzt schon ein bisschen scary. Ich hoffe, wir sind schneller. Wir machen nochmal Bauchtrommel. Okay. Egal. Nun ja. Vielleicht habt ihr irgendwas dazu auszusetzen oder vielleicht habt ihr einen Tipp selbst oder könnt mir Kritik geben oder egal. Schreibt einfach wirklich offen eure Meinung. Vielleicht pisst es euch an, dass ich auch solche Themen anspreche. Und dann sagt ihr noch... So ein geiles Mon. Es ist so ein geiles Mon. So ein geiles Mon. Ich wusste es. Ich wusste es. Wisst ihr, Hauptsache wir bekommen Shiny Logok, was auch fucking sick und insane ist. Aber es hat fucking Schnarchnase. Was soll ich mit Schnarchnase, Bruder? Was soll ich denn damit? Also, wenn es nach mir gehen würde, würde ich halt Trick 17 machen, Black Magic. Und hat gerade Fliegen verfehlt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist wieder mein Glück. Naja. Ich würde ja dann Logok einfach eine andere random Passive geben. Aber das wäre ein bisschen cheaten und wäre auch nicht cool. Egal, wir müssen auf jeden Fall zum Pokémon Center zurück. Und dann an sich, denke ich, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich werde, glaube ich, Schlitzer. Feuerzahn, maybe. Weil Schlitzer macht mehr Schaden, ist auch physisch, ist zwar nicht Stab, aber somit haben wir eine normale Attacke und nicht nur Feuerattacken. Haben wir normal, Flug, Feuer und Drache. Gute Coverage, meiner Meinung nach. Ich finde an sich, ein bisschen mehr Coverage auf den Mon zu klatschen, ist besser als zwei, drei Attacken von dem gleichen Typen zu haben. Kann man aber auch anders sehen. Viele machen das halt, dass sie zwei, drei Attacken von den gleichen Typen auf dem Mon lassen. Natürlich ist... Ich sag dagegen nichts, es ist auch sick, aber es kommt halt immer auf die Attacken an und die Stärke der Attacken und bla bla bla. Nun ja, so, wir werden auf jeden Fall zurück zum Pokémon Center gehen. Das war es auf jeden Fall für diese Folge Alpha Randomized Nuzlocke. Ein bisschen durcheinander, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das Supports come out, Leute. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und irgendwie das fühlt, dass ich so einen Real Talk mache, so Deep Talk, so echten Talk, dann lasst doch ein Abo, da würde mich riesig freuen. Man kann ja auf jeden Fall im Allgemeinen viel Spaß mit mir haben, miteinander etc. pp. Wir können uns ja nochmal Logok angucken und dann rappe ich hier die Scheiße ab. Es hat sogar ein Item. Nein, kein Item. RIP. Neutrales Wesen, Schnarchnase, Ukzuki, Protzer, Feuerfeger. Okay, alles klar. Raffaello, aber es ist immerhin ein Shiny, also von daher. Nun ja. Ich bin auf jeden Fall raus. Wir sehen uns dann, ich glaube, morgen, ne, mit der letzten Folge für diese Woche wieder, oder? Ich glaube ja. Entweder ist das die letzte Folge oder morgen. Ich glaube aber morgen. Also macht's gut, ich bin raus. Peace, Leute.